Ja, hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbelsohn und Dekoidee. Heute mal wieder von draußen und deswegen bitte ich auch, die Tonqualität wieder ein bisschen zu entschuldigen. Ich möchte mir jetzt mit diesen Natursachen eine Deko machen in dieser schwarzen Vase. Das zeige ich euch jetzt gleich. So, dann regnet es mal wieder richtig dolle. Ja, ich habe jetzt hier diese schwarze Vase. Da habe ich ein Glas drin. Und habe hier beim Schneiden mal beim Garten dieses Stück überbehalten. Das wollte ich jetzt hier rein tun. Dann möchte ich von diesem Rispengetöse, möchte ich eigentlich jetzt hier so zwischenstecken. Die können ja auch eintrocknen hier im Topf. So. Ich möchte die richtig so dazwischen haben. Ich habe jetzt hier noch ein paar Efeuzweige, die ich auch einfach nur reinstecke und versuche hier so ein bisschen runterzumachen. Das soll mal wieder die ganz schnelle Geschichte werden. Nochmal. So, wie das jetzt hier runterfällt. Hier kann das auch mal hier hochschlingen. Und das vielleicht hier auch nochmal. So, das wäre schon mal das. Das stelle ich einfach nur hier ein bisschen drauf so. Jetzt habe ich hier Hagebutten. Die habe ich auch einfach so, die Beeren auf mein Draht drauf gemacht. Und immer so weiter und dann oben zu. Das hatte ich eigentlich für eine andere Deko gemacht, aber irgendwie habe ich mir das jetzt überlegt. Die würde ich jetzt eigentlich gerne irgendwo, ich glaube, hier so. So dazwischen machen. Dann habe ich ja hier noch ein bisschen von diesem, ihr sagt ja, das ist Allium. Und da habe ich mir eigentlich dabei gedacht, dass ich mir die hier so oben dran kleben wollte. Das machen wir mit Heißkleber. So, mal gucken, ob das funktioniert. Ich finde das lustig, wenn das da oben drauf ist. Mal gucken. Hier habe ich noch so ein bisschen anderes. Welche Gabel das könnte. Ja.
kann ja hier jetzt nicht so viel sabbeln, weil das so laut ist. Ich hoffe, das ist für euch so in Ordnung. Diese, die lasse ich mir einfach so. Mache die so drauf. Ist ähnlich wie mein Gesteck letztens. Und habe hier noch ein bisschen was Frischeres. Das kann ich da machen. Hier oben so reinmachen. Und die vielleicht noch hier. Das hier also wiederkehrt. Und eine habe ich noch. Und mir fehlt da noch was. Vielleicht hier. So. Kann ich mir überlegen, ob ich von den Hagelbutten auch noch ein paar dazwischen klebe. Aber wenn die da auch noch zwischen wären, ist das schon viel zu viel. Nein, die lasse ich für eine andere Deko. So, das wäre jetzt schon mal ganz einfach der Grundstock der Deko. Ich werde jetzt gleich noch was drumherum dekorieren und erzähle euch gleich noch mal was dazu. So, und hier habe ich jetzt noch mal zwei Zapfen einfach schwarz angemalt. Mit einer Acrylfarbe. Ich nehme immer Acrylfarbe, die hält wunderbar. Und habe noch eine Kerze hingestellt mit einem schwarzen Gestell und ein bisschen Obst, damit das schon so ein bisschen was von Herbst hat. Kann man ja aber auch wegnehmen, mal sehen, wie ich das mache, aber ist doch schon mal wieder eine schöne Deko, denke ich mal. Das hier sind auch alles Efeu-Ranken, da habe ich nur die Blätter abgemacht. Das war alles das, was wir abgeschnitten haben, als ich jetzt hier den Gerber hatte, beziehungsweise den jungen Mann, der mir die Schwerstarbeit abgenommen hat. Also, das war meine Idee für heute. Ich fand das ganz schön hier und diesen alten Zweig, den man noch benutzen kann. Also ja, das wollte ich euch gerne nochmal zeigen. Schmeißt nichts weg, nichts im Mülleimer, alles verwendet für die Deko. Bis demnächst, eure Bärbel.